Willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. Und ja, wir haben das letzte Mal eine Nachricht von Nick bekommen, dass sich ein weiteres Opfer hier bei der U-Bahn befindet. Ich bin jetzt auch wieder ganz da, wo ich bei der U-Bahn reingehe, weil beim letzten Mal hat sich das nämlich in der U-Bahn indirekt aufgehangen. Also mein Mauszeiger ist nicht zurückgekehrt, sondern als dieses Wartesymbol. Deswegen habe ich jetzt die Kohle auch noch nicht Ich nehme es eingesammelt, weil mit, ich das nur Ganze für den Fall. nämlich nochmal bis hierhin spielen musste, weil ich so schlau war und vorher nicht gespeichert habe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder passiert, weil sonst drehe ich durch. Vor 100 Jahren war es sicher eine schöne und moderne U-Bahn-Station. Also hier war ja noch alles in Ordnung. Ach, ich hab so Schiss. So Schiss, das anzugucken. Das ist Joel Tatum. Ein Trinker, der hier gehaust hat. Während der Autopsie stellt man fest, wann Tatum ermordet worden ist. Leider werden wir diesen Mord nicht Vaquero anhängen können. Hat der Kriminelle etwa einen Nachahmer gefunden? Die Sanduhr, das Symbol ist weg. Vielleicht bin ich auch beim davor ein bisschen zu oft rausgetappt, keine Ahnung, weil ich zwischendurch ja voll verzweifelt war. Aber wir wissen jetzt, dass es wirklich dieser Typ, der in dem Mietshaus war und uns Hallo geholfen Jeff, hat. was haben wir hier? Wieder dasselbe, Miss Bonnet. Wir haben wirklich Glück, nicht wahr? Auseinandergenommen? Genau. Langsam gewöhnt man sich dran. Bei dem ersten Toten war mir übel. Jetzt habe ich sogar Hunger. Ja, schön, wenn er jetzt sogar Hunger hat und mir gar keine weiteren Informationen gibt, außer ich muss ihn mehrmals anklicken. Ich musste gerade nur gucken, ob der Countdown Wer ja hat die wirklich Leiche entdeckt? gestellt Einer ist. der Arbeiter, die hier renovieren. Kannte er das Opfer? Glaube ich nicht. Ich werde mir das Gesicht des Toten ansehen. Bitteschön. Yay! Was gibt's, Jeff? Nichts Neues, Madame. Okay. Das ist Joel Tatum. Während der. Leider hat der Krimi. Aber ja, sie wollte sich das Gesicht angucken, aber Fotos machen will sie auch nicht. Okay, ja, dann gucke ich mir die Bank näher an. Da liegt ein Feuerzeug. Unersetzbares Ausstattungselement. Ja, das hast du beim Schlüssel auch schon gesagt. Sonst ist hier nichts. Nope, ist sonst nichts. Was ist hier? Ist voll unheimlich. So diese Orte, wo das stattfindet. Vor allem, ich frage mich jetzt gerade, woher hat der Mörder gewusst, wenn das Die wirklich Arbeiter gezielt haben ihr war? Werkzeug hier gelassen. Ja, wenn das wirklich gezielt war, dann musste er wissen, dass er sich dort aufhält. Das hieße ja, entweder hat er ihn verfolgt, beobachtet oder hat unser Gespräch mitbekommen. Aber da war doch Das eigentlich brauche niemand ich da. jetzt nicht. Ich nehme es mit. Ja, klar, das will sie nicht mitnehmen, aber den Treibstoff. Genau. Was ist das? Wer kann sich an den Schnee von gestern erinnern? Jemand hat mit dieser Zeitung den Fußboden gewischt. Wahrscheinlich, um die Schuhspuren zu verwischen. Kann man dann davon Proben nehmen? Lüftungskanal. Ich spüre eine Luftbewegung. Die Schrauben sind blockiert. Ja, ich habe leider nichts, womit sich das lohnen würde. Jetzt geht es sicher an. Ah, es ging vorher also nicht an, okay. Wer kann sich an den... Habe ich jetzt eine zusammengerollte Zeitung? Was soll ich damit... Ich weiß es nicht. Was soll ich damit... Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das brauche ich jetzt. Ja, das brauchst du jetzt nicht. Das brauchst du jetzt nicht. Ich sag, das brauchst du. Ganz Der einfach. Tunnel ist zugemauert. Was befindet sich auf der anderen Seite? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Luftzug. Und ich denke, die Teile kriegen wir erst dann auf mit der Zange. Aber das will sie ja irgendwie nicht machen. Und das Mietshaus haben wir ja auch noch. Ist ja auch sonst nichts weiter. Okay, das darf ich sogar verlassen. Dann gehe ich mal zum Mietshaus und guck mal, was da Schreckliche Gegend. so ist. Ah, das ist U-Bahn. Das ist die. Warte. Draht? Sieht mir eher aus wie so eine Klingel. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ja, nimm es mit. Ich dachte, das wäre so eine Klingel oder so. Geschlossen. Kannst du das aufbrechen? Nein, das war. Doch, dann zünde Das war das eine. Haus an. Okay, also da dürfen wir nicht hin.
Hier ist sonst ja nur diese drei Möglichkeiten. Gut, das weiß ich ja schon von vorher. Also müssen wir irgendwas in der U-Bahn machen können. So viel ist schon mal klar. Ich bezweifle, dass wir hier was machen sollen. Ich glaube nämlich eher dort hinten, wo dieser Lüftungsschacht ist. Ich habe ja noch das. Ich Isolierte habe den Zange. Eindruck, Sie haben mit der Arbeit auf. Bevor sie Das richtig brauche ich. angefangen haben, das braucht sie noch nicht. Das will sie noch nicht nehmen, sagen wir es so. Und hier ist ja sonst auch nur das Gitter. Die Schrauben sind. Und die Schrauben sind fest Wie blockiert. oft kann man. Wie oft. Ich weiß es Und nicht. wenn ich es. Daraus. Wie oft kann man das versuchen? Diese Sache. Oh. Okay. Warum? Jetzt kann ich sie abnehmen. Wegen der Säure drin in der Cola. Was soll ich damit tun? Ja, ich wollte die Ihr Käfer. geht! Diese Flasche ist voll von Ungeziefer. Ja, genau deswegen. Warum funktioniert? Dann leg das rein. Oh, nicht die Colaflasche, nicht die Colaflasche. Und zünd das an, damit die Käfer verschwinden. Jetzt rennen die alle ein bisschen auch in meine Richtung. Hauptsache nicht an mir hoch. Es sieht wie die Flaschenpost eines Schiffbrüchigen aus. Ist das eine Flasche mit einer Nachricht von einem Schiffbrüchigen? Ah, stimmt, da ist eine Nachricht drinne. Warte, nein, da, den Haken kriegen wir so raus. Nein, das war keine gute Idee. Och Mann, ich hab doch nicht gesehen, dass du den Haken noch ausgerüstet hast. Unglaublich. Das ist das Abschlussdiplom des Studiums an der New Yorker Universität der schönen Künste von Joel Tatum. What the? Ernsthaft? Lol? Das brauche ich. Das will sie immer noch nicht nehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass der einen Abschluss hat, und zwar auch noch so einen guten. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Was gibt's, Jeff? Nichts Neues, Madame. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ach so, das geht von alleine weg. Tag 4, Büro des FBI, Bronx, New York. Okay, ich habe schon für einen Moment Schiss gekriegt. Und dachte, oh mein Gott, warum will sie nicht dahin gehen? Warum? Oh mein Gott, es kommt eine Schwarzblinde. Ach so, das Ich ist sollte neuer die Tag. Probe aus dem Museum untersuchen. Ja, das hatte ich auch vor. Deswegen wollte ich auch zurück zum Auto, zum FBI-Gebäude wieder, damit ich diese Probe untersuchen kann, wo sich 100 pro herausstellen wird, dass das auch Heroin ist. Leere Reagenz. So, fertige Probe, dann auf das Nebendings und rein. Es sieht so aus, als ob das Museum auch anderen Zwecken als der Verbreitung des Wissens über präkolumbische Kulturen diente. Das gesamte Museum muss durchsucht werden. Ich könnte Hilfe vom Chief gebrauchen, um den Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Da bin ich aber gespannt, was sich da zeigt. Vor allem finde ich sehr interessant, dass hier irgendwie zwei Fälle. Also einmal der Fall, wer hat James ermordet? Vielleicht derselbe Serienkiller, der auch die andere ermordet. Ah nee, warte mal. Wer James ermordet hat, das wissen wir ja schon. Das war dieser Huacero. Huacero. Und das auch eigentlich wahrscheinlich nur, weil er und Nick halt hinter den Drogengeschäften langsam herkamen. Aber ich glaube, mit den Serienmörder, ich weiß nicht, ob das was mit dem zu tun hat. Mit dem Ganzen, weil irgendwie muss ja auch Huacero an dieses Messer gekommen sein. Ich habe keine Ahnung. Also noch ein paar offene Fragen und. Und ich musste gähnen. Ein paar offene Fragen und natürlich auch so ein paar Fälle so Ich nebeneinander betrete das laufend. Büro vom Chief nur, wenn ich wirklich muss. Ach so, muss ich erst mit Ruth sprechen? Ruth, ist der Chief da? Nein, und ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Ich frage mich, ob er wenigstens ein bisschen zufrieden ist mit mir. Warte nicht darauf, dass er dir zeigt, wie sehr er dich schätzt. Arbeitest du schon lange mit ihm zusammen? Erst ein paar Monate. Er war vorher in Chicago. Kennst du seine Familie? Nein, seine Frau ist kürzlich bei einem Unfall gestorben.
Danach hatte er Schwierigkeiten, wieder auf die Beine zu kommen. Der Aufbau dieses Büros hat ihm sehr geholfen, aber er ist nicht mehr derselbe. Ruth, ich frage mich, was die Ermordeten verbunden hat. Das neue Opfer passt nicht zu dem Rest. Alle anderen waren gut situierte, wohlhabende Personen. Und dieser Tatum? Er war ein obdachloser Trinker. Schau dich im Archiv um. Solche Leute sind in der Regel bei uns notiert. Ich habe sein Abschlussdiplom der New Yorker Universität gefunden. Vielleicht gefälscht? Glaube ich nicht. Er hat es in einer Champagnerflasche versteckt. Wie eine Reliquie. Aber das ist doch der Punkt. Das verbindet die Opfer. Vorliebe für Champagner? Nein, meine Liebe. Bildung. Warte. Tatsächlich. Sie haben alle an derselben Universität studiert. Sie alle waren etwa gleich alt. Vielleicht haben sie sogar gemeinsam studiert. Du bist genial. Ich fahre zu der Universitätsbibliothek. Da wird es doch etwas über sie geben. Okay. Okay. Ja, das könnte wirklich die Verbindung sein. Ist nur die Frage, wer hat das auf sie abgesehen und warum so ritualmäßig? Das ist so ein bisschen jetzt noch die Frage, der wir nachgehen müssen. Und natürlich überhaupt, wer ist der Mörder, ne? Davon mal ganz abgesehen hier. So, dann ab in die Bibliothek. Altehrwürdige Mauern der alten Universitätsbibliothek. Sie kann sich gerade nicht entscheiden, ob sie rennen will oder lieber gehen. Nein, ich habe einfach nur ein bisschen zu oft rumgeklickt. Ja, entweder kann sie den Gang weiter oder hier. Tür zum Mikrofilmsaal. Oder nach hinten gehen. Sonst ist ja hier nichts. Ne? Nee, gut, dann habe ich nichts übersehen. Das ist ja auch nur Mikrofilmsaal oder Lesesaal. Gehen wir erstmal in den Lesesaal, würde ich sagen. Und sprechen wir mit der Bibliothekarin. Ich bin gespannt, was die Bibliothekarin dort an ihr Auge hält. Guten Tag. Eher guten Abend. Haben Sie einen Ausweis oder Studentenausweis? Ich habe nur diesen Ausweis. Also werden wir jetzt vom FBI überprüft. Ich möchte mir alte Jahrgangsbücher aus den Jahren 1982 bis 86 und auch Studentenzeitungen und Broschüren anschauen. Heute noch? Ich glaube nicht, dass Sie heute mehr schaffen werden, als die Bibliografie zusammenzustellen. Fangen wir dort an, wo die Namen der Studenten dieser Jahrgänge verzeichnet sind. Also mit den Jahrgangsbüchern. Wissen Sie was? Was denn? Ich muss gleich den Lesesaal schließen. Ich bin alleine hier. Das verstehe ich, aber ich führe eine Ermittlung. Tja, ich habe dieses Aber erwartet, junge Dame. Ich werde Ihnen trotzdem helfen. Ja? Ja, was habe ich gesagt? Ich bin alleine hier. Ja, das habe ich bemerkt. Ich habe in dieser Bibliothek 30 Jahre gearbeitet. Vor 5 Jahren bin ich in Pension gegangen. Sie sind zurückgekommen, weil Sie ohne Bücher nicht leben können? Ich vertrete meine Nichte. Sie ist auf einem Bibliothekarenkongress in Europa. So was gibt es? Cool. Sie haben sich eine Nachfolgerin herangezogen. Gratuliere. Was die Jahrgangsbücher angeht... Ja, darüber wollte ich sprechen. Die Universitätsleitung liebt Statistiken. Papierkram? Das alles muss ich erledigen, bevor ich nach Hause gehe. Ich kann nicht mal vom Schreibtisch aufstehen. Könnten Sie selbst nach den Büchern schauen? Im Bücherregal. Und bringen Sie sie hierher, damit ich sie den Statistiken hinzufügen kann. Okay, jetzt sollen wir also selber suchen. Klar, natürlich. Wir fangen einfach mal dort an. Und ich mach's mir einfach. Ich hoffe, dass die Bibliothekarin mir helfen wird. Okay. Lesegerät für Mikrofilme. Brille? Brille? Brille brauchen wir bestimmt. Vielleicht ist es auch die Brille. Es ist schon lange her, dass ich beim Augenarzt war. Von der Bibliothekarin kann ja auch sein. Können wir sonst noch irgendwo hin? Ach so, wir konnten nur an das Bücherregal. Ach ja. Aber sonst war jetzt nichts weiter dort, oder? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie übersehen hätte. Nur zurück? Nee, okay. Puh.
Und hier ist auch nichts weiter, außer die Bibliothekarin. Haben Sie das Buch? Ja, hab ich. Hier sind die Jahrgangsbücher. Wonach suchen Sie eigentlich? Nach Informationen über ein paar Menschen, die hier studiert haben. Namen? Joel Tatum, Andrew Hake, Henry Fairbanks, John Rudolph, Mark Chestnut. Langsam. Jahrgang 1986. Fangen wir mit Tatum an. Schauen Sie, hier. Seite 226. Rudolph. Wo sind denn die anderen alle? Alle Einträge verweisen auf diese Seite. Schauen wir sie uns doch mal an. Ich danke Ihnen. Aber diese Seite ist nicht mehr da. Jemand hat sie herausgerissen. Wie denn? Mit jedem Jahrgang werden die jungen Leute immer schlimmer. Aber ich werde ihn schon erwischen. Oha! Gibt es Kopien, Mikrofilme? Mikrofilme? Ja, obwohl die neueren Sachen jetzt eingescannt werden. Können Sie sie mir zeigen? Nicht heute, Schätzchen. Kommen Sie morgen früh. Meine Nichte wird da sein. Sie ist viel schneller als ich. Jetzt muss ich abschließen. Wissen Sie, dass all diese Leute, die ich genannt habe, ermordet wurden? Heute könnte wieder jemand sterben. Nicht ausgeschlossen, dass ich auf diesem Mikrofilm etwas finde, das mir hilft, den Mörder zu finden oder das potenzielle Opfer zu schützen. Also, ich bin schockiert. Es ist Abend. Ich bin fertig mit der Arbeit. Ich wollte den Bus erwischen und nach Hause fahren. Aber das muss ich nicht. Später kommt noch ein anderer Bus. Ich helfe Ihnen. Okay, FBI-Mädel, Sie haben mich überzeugt. Davon abgesehen, dass ich Sie ja auch hätte nach Hause fahren können. Wo sind diese Mikrofilme? Ich versuche, sie selbst zu finden. Spielen Sie lieber Lotto. Da haben Sie mehr Chancen. Wo sind Sie? Im Mikrofilmsaal auf der rechten Seite. Ich kann von hier aus alle Schubladen entsperren. Okay. Wo sind die... Ach so, okay. Dann gehen wir dahin. Warum haben wir eine Brille eigentlich mitgenommen? Ich weiß es nicht, aber wir haben sie dabei. Falls wir es gebrauchen können, das sind die Mikrofilmschränke. Ach nein, es gibt zu viele von diesen Mikrofilmen. Es macht wirklich keinen Sinn. Diese Sachen passen. Hätte sein können. Dann fang damit an. Wenn man das an... Nein, Mann. Ach nein. Es gibt zu viele von den Mikrofilmen. Ich macht alles keinen Sinn. Du bist doof. Ja, du bist doof. Dann nehmen wir ein Lesegerät für Mikrofilme. Gehen wir dort mal hin. Ja, da brauche ich einen Steckplatz. Ich werde eine Okay. Sonst kann ich nichts mitnehmen. Nur ein Lesegerät. Da die Spule. Zurück. Gehe ich nochmal in die Theke. Sie haben recht. So werde ich sie nie finden. In der Zwischenzeit habe ich die Signatur gefunden. Hier ist sie. 01 044 86. Gehen Sie zurück in die... Okay. Ich habe mir jetzt die Zahl aber nicht wirklich behalten können, ne? Irgendwas mit 44 und 86 zum Schluss und noch eine Null, aber... Das war's. Ich hoffe, sie sucht sie alleine. 01, 044, 86? Es gibt ja eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Oioioioi, hier kann ich gar nichts andingsen. Aber das ist jetzt... 01, 044, 86? Es gibt ja eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Okay, bis 86 sind die hier. Naja, also 86... Warte mal, was wollt sie sagen? 01, 044, 86. 86 ist auf jeden Fall 1986, das ist schon mal klar. Hier sind sie alle geordnet. Auch irgendwie lustig.
Ja. Da sind sie geordnet und eins ist umgefallen, aber es bringt mir auch hier nichts. 01, 044, 86? Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Es lag zu lange in dieser Schublade. Wir werden sehen, welches Geheimnis es verbirgt. Okay, ja. War mir klar, dass es die ersten Schubladen sein müssen, weil 86 kommt von 1986. So viel schon mal klar. Das habe ich jetzt aufgemacht, ne? Ich würde noch gerne in die anderen reingucken. Und in die da. Einfach der Vollständigkeit halber. Okay, gut. Dann haben wir auf jeden Fall den, den wir brauchen. Es ist mir gelungen. Aber hier muss ich ja nichts machen, ne? Nö. Ich dachte, man könnte dort auch direkt gleich den Mikrofilm lesen. Aber das Gerät dafür ist nur hier. Das Bild ist unleserlich. Was würde Nick... Ja, da. Mach da rein. Das war eine dumme... Nein, wo kann man das... Das war eine... Das Bild ist unleserlich. Vielleicht ist die Optik kaputt. Naja, das Objektiv fehlt. Ja, deswegen dachte ich ja, einfach die Brille nehmen. Reden wir nochmal mit ihr. Gibt es hier kein anderes Lesegerät? Im Augenblick nicht. Soviel ich weiß, werden sie zurzeit überholt. Stimmt was nicht? Die Optik ist kaputt. Das Objektiv fehlt. Oh, ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Warten Sie, ist das nicht ein Objektiv, das Sie gerade benutzen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist. Aber es ist eine große Hilfe für mich. Ich habe es auf dem Boden gefunden. Das ist das Objektiv des Lesegeräts. Kann ich es wieder an seinem richtigen Platz montieren? Deswegen brauchen Sie die Brille, ne? Das ist nicht notwendig. Es ist genau dort, wo es sein soll. Sehr nützliches Gerät. Haben Sie keine Brille? Selbstverständlich habe ich eine Brille. Ich bin sicher, dass eine Brille Ihnen viel besser steht. Wirklich? Das ist aber schade. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich schon, haben ich schon, weil wir haben sie. Nein, sie muss hier irgendwo sein. Ja, wir es haben ist sie nur doch schon. Eine Lesebrille. Verstehen Sie? Ich lasse sie überall liegen. Nun, aber wenn ich schon hier sitzen muss, erlauben Sie, dass ich mich den Papieren meiner Nichte widme? Ja, kannst du gerne machen. Wir haben die Lesebrille. Aber ich würde einfach mal sagen, wie geben sie ihr jetzt noch? Hier ist ihre Brille. Bitteschön. Wunderbar. Sie sind eine gute FBI-Agentin. Danke. Ich weiß, dass Sie gerne nach Hause gehen würden, aber ich bitte Sie noch um etwas Geduld. Ich hab's nicht mehr so eilig. Hier fühle ich mich wenigstens sicher. Ich bin gleich fertig. Kann ich dieses Objektiv haben? Ja, bitte sehr. So, jetzt haben wir das Objektiv, das wir auch direkt nehmen werden. Und können natürlich jetzt im Mikrofilm das endlich mal scharf stellen, was wir aber auch erst im nächsten Part machen werden. Bis dann, tschüss, eure Tai.